Und damit willkommen zurück zum verrücktesten Sendestudio, das es vermutlich hier auf YouTube gibt, Not For Broadcast. Wir warten auf den nächsten Tag und er wird vermutlich noch viel verrückter werden, wie dem, was wir davor schon gehabt haben. Und der war schon schlimm, vor allem mit der Musik und dann des BDSM-Zeugs. Oh je. Oh, es muss aber diesmal länger laden hier. Tag 15. Eine lange Nacht. Warum klingt das so komisch? Du reichst das Theater etwas zu früh, aber Sam erwartet dich bereits wie aus dem Ei gepellt. Du lächelst breit, während ihr Hand in Hand in eurer privaten Loge Platz nehmt. Daran könnte man sich gewöhnen. Okay. Die Tickets lagen am Montag vor der Tür mit einem getippten Dankeschön von Chris. Du wirst deinen Reisepass wohl bald zurückbekommen. Die Show entspricht nicht ganz deinem Geschmack. Eine pompöse Oper in einer Sprache, die Chris mit Sicherheit auch nicht versteht. Trotzdem die inkludierten Getränke versüßen das Gesamterlebnis. Okay, also da haben wir jetzt hier einen Operneintritt bekommen, für das, dass wir ihm da geholfen haben. Aber ist das nicht auffallend, wenn wir da hingehen? Nachdem die Show endlich vorbei ist, wie viele Verbeugungen brauchen diese Leute eigentlich? Oh ja, das habe ich mir auch schon mal gedacht. Stellt ihr euch an der Garderobe an. Du schüttelst dich vor Lachen, während Sam wild herumfuchtelt, den Dirigenten nachäfft. Das Paar vor euch spricht über die Umsiedlung von Leuten, die ihre neuen Steuerforderungen nicht begleichen konnten. Es klingt schrecklich. Das klingt aber wirklich nicht gut. Sam lächelt dir dankbar zu. Ihr müsst beide an Chris denken. Sicher und wohlbehalten. Immer noch lachend kommt ihr zu Hause an, wo Sam sofort nach oben geht, um zu duschen. Du vermisst euren 14-jährigen Sohn und findest auf dem Küchentisch eine Nachricht mit seiner fast unleserlichen Handschrift. Da steht, dass er bei einem Freund ist. Da am nächsten Tag Schule ist, fährst du rüber und holst ihn ab. Du vertraust Charlie, er wird sicher bald da sein. Ja, wollen wir mal nicht so sein. Ich glaube nicht, dass er das oft macht. Was ist schon eine Nacht? Irgendwann muss er anfangen, die Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen zu tragen. Was soll schon Schlimmes passieren? Wenn du so anfängst, dann ziemlich viel. Aber ja. Oh. Er war nicht bei der Schule, so wie es aussieht. Euer Familienanrufbeantworter schaltet sich ratend ein. Wer wohl angerufen hat, während du und dein Schatz bei der Arbeit waren? Guten Tag, das ist eine Nachricht für die Familie Winston. Hier ist Miss Smith. Es geht um ihren Sohn Charles. Die kleine alte Dame fährt fort. Es gibt sicher eine vollkommen vernünftige Erklärung dafür. Es ist nur so, er war heute nicht in der Schule und er wurde nicht vorab von Ihnen über sein Fernbleiben informiert. Ich möchte Sie daran erinnern, dass hier die Abwesenheit im Voraus genehmigt werden muss oder in Ausnahmefällen durch einen Anruf der Eltern gleich morgens. Bitte sorgen Sie dafür, dass das nicht noch einmal passiert. Vielen Dank und auf Wiederhören. Jemand schuldet dir eine Erklärung. Ja, das würde ich auch sagen, weil ich will ja keinen Stress da von der Schule haben und von der Regierung. Okay, Tag 42. Eine dezente Erinnerung. Du siehst den Poststapel durch und der sich angesammelt hat. Bei jeder neuen Rechnung zieht sich dein Bauch krampfhaft zusammen. Du hältst inne, als du etwas Blaues aufblitzen siehst. Auf einem Umschlag erkennst du das Logo von Advance und reißt ihn auf. Liebe Familie Winston, dies ist die zweite Erinnerungsschein bezüglich unseres Kapital- und Vermögensverteilungsprogramms mit der Bitte, Ihre Reisepässe unverzüglich zur Registrierung bei der nächstgelegenen Registrierungsbehörde einzureichen. Ohne Einrechnung ist nichts möglich. Ihr Anteil an der nationalen Rückvergütung, zu erhalten. Du wusstest, es würde Konsequenzen haben. Das macht es aber auch nicht einfacher. Ja, aber jetzt sind so viele Tage vergangen. Kann er den nicht einfach an uns schicken? Aber ja, das wird jetzt echt ein Issue. Wir arbeiten als Team und werden als Team belohnt. Gemeinsam vorwärts. Chris ist gesichert. Nur das zählt. Hoffst du wenigstens. Nein, ich will meinen Reisepass wieder haben. Tag 48. Eine angespannte Weihnachtsabend. Beim Anblick des Tisches kannst du dir ein Lächeln nicht verkneifen. Draußen auf dem Gras liegt der erste Schnee. Die Kinder ziehen an einem Weihnachtscracker. Während deiner betagten Mutter langsam die Augen zufallen. Du hattest schon immer eine Schwäche für Weihnachten.
Eigentlich nicht, aber hier wurde schon. Jetzt sitzt du am Kopf des Tisches, auf dem Platz deines Vaters. Der Platz dir gegenüber, Chris' Platz, ist leer. Chris ist jetzt sicher irgendwo an einem Strand in der Karibik, denkst du. Sams Blick und das Lächeln sagt dir, dass sie wahrscheinlich dasselbe denkt. Selbst ohne Chris musstet ihr heuer beim Essen ein wenig einsparen, aber da scheint niemand aufzufallen. Weihnachten kann wirklich eine wunderschöne Zeit sein. Du blickst dich um und betrachtest deine Familie. Genießt du das Weihnachtsfest, Großmutter? Du bleibst stumm, du sprichst deinen Toast aus. Ah, na, ersteres. Deine Mutter schenkt dir ein strahlendes Lächeln, so wie früher. Ja, Pat, es ist absolut wundervoll. Sam korrigiert sie sanft. Das ist Alex, Cassandra. Alex, Pat ist nicht mehr unter uns. Oh, naja, natürlich, murmelt sie. Mit einem Schlag ist sie wieder nur noch die zerbrechliche Schatten des Menschen, der sie früher war. Sam lächelt milde und drückt unter dem Tisch deine Hand. Oh, das ist aber süß. Du blickst dich um und betrachtest deine Familie. Du bleibst stumm, sprichst deinen Toast aus. Nee, bleib stumm. In einem Moment der Klarheit, wie sie immer seltener werden, richtet deine Mutter den Blick auf den leeren Platz und fragt, Sam, kommt Chris nicht? Du blinzelst, während du Charlie eine karge Portion Kartoffeln reichst. Sam antwortet sanft. Chris musste weg, Cassandra, aber es ist alles in Ordnung. Danke, Alex. Dein Sohn fügt mit Blick auf den leeren Platz hinzu. Ich vermisse Chris. Sam legt ihm mit traurigem Gesicht die Hand auf die Schulter. Ich auch, mein Liebling. Wir alle tun das. Du hoffst, dass Chris in dem nächsten Jahr wieder bei euch sein wird. Naja, also wenn es an der Politik nichts ändern wird, vermutlich eher nicht so schnell. Du blickst dich um und betrachtest deine Familie. Ich will keinen Toast aussprechen. Aber du musst es wohl. Du stehst auf und erhebst ein Glas. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Ich bin froh, dass wir alle hier sind. Wenigstens die meisten von uns. Alle murmeln einen Prost und stoßen klirrend die Gläser aneinander. Deine Tochter Susi nützt die Gelegenheit, um dich eine Frage in die Enge zu treiben. Du hast mich doch lieb, oder? Du hebst fragend die Augenbraue. Oder eine Augenbraue. Jetzt kommt sicher nichts Gutes, oder? Scherzt du. Du weißt doch, dass meine Freunde und ich heuer eine Reise planen. Beginnt Susi unschuldig. Also ich hatte gehofft, dass ihr mir da finanziell unter die Arme greifen könnt. Ich runzel die Stirn. Du seufzt, Susis Mini verfinstert sich sofort. Du weißt doch, im Moment sieht es finanziell nicht so gut aus. Susi, besonders seit Großmutter hier wohnt, sagst du. Du hast es deinen Kindern etwas abschlagen zu müssen. Von welcher Summe reden wir denn hier? Nur ein paar Hunderter? Okay. Murmelt sie und schiebt eine einsame Erbse auf ihrem Teller hin und her. Du musst dich wirklich beherrschen, um deiner Mutter am anderen Tisch nicht einen Glühwein ins Gesicht zu spucken. Ich weiß, das ist viel Geld, Schatz, meldet sich Sam zu Wort. Aber das Zugfahren ist wirklich teuer. Es wäre eine tolle Gelegenheit für sie und außerdem habe ich es ihr schon erlaubt. Sie hat's schon erlaubt. Jetzt war ich zweimal nett. Beim ersten Mal ist er dann, also der Sohn zumindest, jetzt zur Schule auftaucht und jetzt würde ich ihr auch was erlauben. Aber sie ist auch älter. Ach, was soll's. Machen wir das mal. Aktuelles Vermögen. Was ist Geld? Oh je. Susi grinst vor einem Ohr zum anderen. Ehrlich? Danke, das ist toll. Danke, danke. Sam setzt dir einen Papphut auf den Kopf. Die Stimmung steigt, während Charlie amüsiert all die schrecklichen Crackerwitze vorliest. Der Raum füllt sich mit Stimmen und Gelächter. Deine Mutter mustert deine fröhliche Familie und flüstert, dein Vater werde so glücklich. Du tupfst dir mit deiner Serviette die Augen. Du freust dich über dein Glück. Haben wir zumindest noch. Tag 72. Ein langes Wochenende. Kommen wir jetzt endlich ins Studio? Nee, doch nicht. Warum muss der Reißverschluss an diesem Koffer immer noch klemmen? Heute ist euer Jahrestag. Sam und du fahren wie jedes Jahr übers Wochenende weg, üblicherweise zum Campen. Das Geld wächst schließlich nicht auf Bäumen. Du freust dich schon lange drauf. Endlich etwas Zeit zu zweit, abseits des Lärms des Alltags. Keine Kinder, keine Arbeit, nur Ruhe und Frieden und ein bisschen Romantik.
Endlich gibt der Reißverschluss nach und du kannst den prallen Koffer die Treppe herunterziehen. Auf dem Tisch in dem Korridor blinkt der Anrufbeantworter. Oh no, bitte nicht schon wieder. Guten Abend, Alex. Hier ist Mrs. Boseman. Ich rufe an, um mitzuteilen, dass Sie an diesem Wochenende bei der Arbeit benötigt werden. No, seriously? Es sind neue Informationen bezüglich der wachsenden Spannungen zwischen unserer Nation und ausländischen Kräften ans Licht gekommen. Daher wird das Team der National Nightly News rund um die Uhr arbeiten, um sicherzustellen, dass wir als Erste mit der Story rauskommen. Es versteht sich von selbst, dass ich morgen früh an ihren Arbeitsplatz erwarte. Pünktlich um 8 Uhr. Einen schönen Abend noch, Alex. Der erste Schreck verwandelt sich in Ärger und dann in Zorn. Was willst du Sam sagen? Dein Schatz kommt die Treppe herunter, strahlend vor Aufregung. Sam gibt dir einen Kuss, schnappt sich die Autoschlüssel vom Tischchen und macht sich daran, euer Gepäck ins Auto zu halten. Ignoriert die Nachricht. Du brauchst dieses Wochenende. Entschuldige dich vielmals bei deinem Schatz und sag, dass du wirklich arbeiten musst. Boseman Wutanfälle sind legendär. Bosemans. Oh, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Arbeit oder Schatz? Arbeit oder Schatz? Aktiv. Da könnte mir vermutlich eine Gehaltskürzung geben, wenn ich da nicht auftauche. Es tut mir leid, Schatz. Anders Wochenende. Du sagst schwer. Du wirst hingehen, nicht wahr? Die Stimme in deinem Rücken lässt dich herumfahren. Du nickst nur. Versteh dich. Deine Familie war immer deine erste Priorität. Aber manchmal ist eben die Arbeit wichtiger. Du solltest gehen. Sam zieht dich an sich und hält dich fest im Arm. Eine Welle der Dankbarkeit strömt durch dich. Beim Auspacken herrscht enttäuschendes Schweigen. Ja, ist klar. Oh, jetzt geht's aber weiter nach vorne. Tag 98. Ein Zustimmungsformular. Dein Sohn Charlie blickt dir über die Schulter, während du liest. Strebst du nach immer mehr Leistung? Bist du ein aktives Mitglied des Teams? Liebst du es, die Früchte der Zusammenarbeit zu ernten? Schließt dich noch heute der Advanced Heart Menschen an. Gemeinsam vorwärts. Das klingt gar nicht nach dem Jugendclub von... Was war das jetzt gerade? Also der Club, von dem er dir erzählt hat. Oh, scheiße, unser Sohn wird uns Probleme machen. Charlie nimmt dir den Flyer aus der Hand und streckt dir ein Formular entgegen. Ich kann direkt von der Schule hingehen und Bens Schwester bringt uns danach nach Hause. Du musst also gar nichts tun. Du unterschreibst das Zustimmungsformular, damit dein Sohn den Advanced Tatmensch weiterhin kann. Du weigerst dich, das Formular für deinen Sohn zu unterschreiben. Nee, ich finde das nicht so geil. Außerdem, glaube ich, ist es für dich vielleicht eine Ausrede, dass du dann irgendwas Blödes machst. So leid, mein Freund, ich halte es einfach nicht für den richtigen Ort für dich. Du lässt das Formular behutsam zurück. Was? Das ist total unfair. Warum? Ich weiß, dass es dir so jetzt vorkommt, Charlie, aber du wirst es bald verstehen. Oh, das war ein bisschen einfach. Tag 101, ein kostenloses Ticket. Schon wieder? Jemand von der Arbeit hat sie mir gegeben. Sie können nicht hingehen, erklärt Sam und hält dabei die zwei Tickets hoch. Du liest den fettgedruckten Titel. Alan James hat recht. Bewusstwerdung. Ich weiß nicht recht. Was meinst du? Sollen wir hingehen? Gratis Tickets sind gratis Tickets. Es ist eine Persönlichkeit und es sollte zumindest amüsant werden. Ja, eigentlich will ich nicht hingehen, weil er Spinner ist. Aber was ist, wenn sie in dem Spiel einen Twist hat und er vielleicht doch recht hat? Jetzt fange ich damit auch noch an. Nee, ich sag mein Hausverstand, da gehen wir nicht hin. Tut mir leid, sagst du. Ich kann mir diesen Scheiß nicht mehr anhören. Sam bricht ein schallendes Gelächter aus. Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, du sagst ja. Yes! Oh, mein Schatz ist der gleichen Meinung. Er beschließt, zu Hause zu bleiben und eine Pizza zu bestellen. Alan James ist reine Zeitverschwendung. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. So. 110. Ich bin jetzt mal wieder ins Sendestudio. Eine profitable Partnerschaft. Als du nach einem besonderen langen Arbeitstag nach Hause kommst, findest du die Post fein säuberlich in Stapel sortiert vor. Wie Sam das in der letzten Zeit immer macht. Das meiste davon ist der übliche Müll.
Aber ein Brief erregt deine Aufmerksamkeit. Darauf prangert das zunehmend vertraute Advance-Logo und die passenderweise in roten Lettern gedruckte Aufschrift dringend sofort beantworten. Du bringst das wohl am besten sofort hinter dich. Okay. Liebe Familie Winston, mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass die Advance-Regierung einen weiteren Schritt im Kampf für mehr Gleichheit gesetzt hat. Und zwar die Verstaatlichung der größten privaten Konzerne und die Verteilung von deren Ressourcen an die Bürger dieses großartigen Landes. Das Anleihen-Partnerschaftsprogramm stellt sicher, dass vom Volk generierte Wertschöpfung auf dem Volk zugute kommt. Du erinnerst dich nicht, im Manifest darüber gelesen zu haben. Jeder Haushalt wird Partner von einer von drei sorgfältig ausgewählten Einrichtungen, die von Advance für ihre durchgängig hohe Leistung und finanzielle Sicherheit gewählt wurden. Bitte beachten Sie, alle Ergebnisse basieren auf der öffentlichen Meinung und unterliegen keinerlei Garantie. Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen. ADB, Auge des Betrachters AG. Sei es Kosmetik, Kleidung oder Couture, wir sehen die Schönheit in allen unserer Kunden. Nils Deals GmbH, immer der beste Deal beim verrückten Neil. Oh, da müssen wir entsprechend Werbung machen, damit wir da davon profitieren, oder? Genuss KG. Ihr Genuss ist unser Geschäft. Ob Sport, Reisen oder einfach persönliches Wohlfühlzeit. Keine Freizeit ohne Genuss. Die besten Deals. Oder warte mal, ob Sport, Reisen oder einfach persönliches Wohlfühlzeit. Ich gehe auf die Genuss KG. Vielen Dank für Ihre Wahl. Bitte senden Sie das Formular im beiligen Umschlag zurück. Sie erhalten in 3 bis 6 Arbeitsmonaten einen Bericht über Ihre Partnerschaften. Anscheinend kann selbst Advance den Sumpf der Behördenbürokratie nicht trockenlegen. Die Zukunft der Nation liegt in der Partnerschaft. Gemeinsam vorwärts. Ja, ja. Wie viel Einfluss kann man haben? Okay, 153. Ich will jetzt mal wieder arbeiten. Oh, ich glaube, wir tun jetzt wieder arbeiten. Ladesequenz. Was für ein Quatsch wird uns jetzt erwarten? Der Sturm. Und wer hat's gedacht, das Telefon klingelt mal wieder. wir machen mal die Freude des Schraubens. Ist da Vorstellung der neuen radikalen neuen Übergangszentren von Advance. Ich will es eigentlich nicht aus... Naja, gut. Oh, scheiße. Good evening. I'm Jeremy Dawson. And I'm Megan Wolf. Our main stories tonight. Uncooperative. A mysterious symbol has appeared overnight on thousands of buildings throughout the capital. Tonight, in an exclusive live interview with Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement, I'll be asking what this mysterious symbol might mean. After 3 months of record-breaking approval ratings, could this be the daring first move of a silent resistance movement? And what would that mean as we go into the future? We shall overcome. Trapped in Dante's taint for more than a month now, Doctors Ingrid Svorsborg and Haugensbord and David Wong... Operation Escape or Survive. With two of the finest minds in science working together, hopes are still high... He's almost survive. ...the return of the team to dry land. Without enough engineers to successfully fix their craft, the team seem likely to attempt to farm the cavern's ecosystem while they wait for rescue from above ground. Okay. Blabuff avoided. As the last Mr. Snugglehogs is found and destroyed, we ask,
How could we have been so blind? Fortunately, this station wisely chose not to advertise Mr. Snugglehugs, and the subsequent disappointing sales turned out to be a miracle, as only 7 children were horribly injured by the lethal toy. How much worse could it have been? Thankfully, we'll never know. Julia Salisbury, who mobilized numerous government resources to recall the product immediately after the first blindings, said today that the new advance mark, which must be earned by all new products, would be a 100% ironclad guarantee of safety and quality. Table for two. Hat ja nicht funktioniert. John Hansleaves and Tiffany L'Amour were spotted having a private moment out at lunch today. The popular couple have certainly been on a roller coaster since they started dating late last year. And this image is sure to place them firmly back. Okay, machen wir Test Result. Johnny's secretive hospital visits have had the rumor mill churning. I think it's safe to say that they're not looking at his school report. Is his once celebrated role model about to become the bad boy of sports? And radical ideas. In an attempt to put the Mr. Snugglehugs disaster behind them, Rimmington's Fist CEO Sophia Rimmington today announced a surprising new project that already has the markets raising an eyebrow. Known for taking risks and bold strategies, could the adventurous CEO tunnel through Earth down a dark alley or taking it to a new level of success? We understand the Mobile Orientation Operational Borrowing Service will be a new international travel system based around the construction of a major tunnel through the center of the Earth. Sophia Rimmington claims it will make traveling from one side of the world to the other the matter of an afternoon. Geologists are concerned about the implications of digging a hole through the planet, while flat earthers claim it should be quite easy. That exclusive prime ministerial interview coming up later. And our very own Patrick Bannon live at the first annual Sports Board final. You won't want to miss a second of tonight's National Nightly News. Okay. Wir haben ein neues Intro jetzt hier. Okay, da will ich dann wissen, was da für die Gespräche sind. Und ich glaube, sie zwei mögen sich, glaube ich, nicht so ganz. Ist aber nur so eine Vermutung. Okay, wir haben schlechtes Wetter. Bin gespannt, wann hier mal die Sicherung fliegt. But first tonight. While Advance is certainly proving popular with the majority of the country, who've seen their wealth and standards of living increase considerably, for some, the transition has not been as pleasant. That's right, Megan. The formerly aristocratic members of our society have had to make major adjustments to come to terms with the new regime. Robin Short is in suburbia investigating rumors that these previously privileged people may be planning some kind of protest. Robin? Thanks, Megan. I'm here in moderate Hatchings to talk to Wentworth and Somerset Bentley, who were relocated to the house you see behind me after Advance passed the Assets and Wealth Act on their first day in office. Tell me, how are you settling into your new lives? Well, quite frankly, Robin, we're not settling in at all. Our neighbours are whitewaters. It's simply untenable. I hope you'll forgive my language, but this is steaming as a Wednesday hatch basket with too much spatting. Steady now, Penelope. Sorry, Robin, my sister's under a lot of pressure. She had to dress herself this morning and she still hasn't quite recovered, Robin. Fuddle-dee-doo. Oh. My goodness, that must have been quite a shock. She really struggles with ribbons, Robin. Well, at least you've been Alter, die haben echt Probleme. Big house? Big house? This grubby little gadder spatch only has one staircase. And the breakfast room and the dining room are the same bloody place. Imagine that, having all one's grub in one room. One room, Robin! So what would you say to the people that feel that your family has had it far too easy for far too long, and that these redistributions are both fair and just? I hardly think we've had it easy for fuss's sake. Only one of our swimming pools was even heated. Okay, also ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn man das so in dem Beispiel sieht, dass da ein bisschen umverteilt wird. I wasn't the youngest ever editor of the Swinstead Middle School Inquirer for no reason. I think our toilet butler was... Eggmas, lauf da im Studio. Das werden wir uns im Archiv dann noch anhören. What happened to him? I remember! Daddy tried to shoot him in the buttocks and he ran off into the woods. Ah, good times. Yeah, that's probably my last happy memory, Robin. Tragic, but what can you do? We will rise and rebel. We wage war on our revolting rulers with righteous words. Ah, das glaube ich wird nicht so gut funktionieren. Oh, what's that? Daddy! Daddy, it's Daddy! Please don't do that. We can't show this on the. Is someone coming?
Also, ihr konntet es doch nicht zeigen. Okay, ich soll es also doch zeigen. What are you trying to achieve here? We just want to be fudding well heard, that's all. Oh, language, Penelope. We are nude, not rude. Sorry, Daddy. We want the world to realize we won't wallow and run away. We will revolt. We will rise again. Yes, we bloody well will. Oh, was zum... Megan, as this embryonic protest movement takes one of the top eggs, it's back to you in the studio. I'm Robin Short, struggling surreptitiously in moderate hatchings. Thanks, Robin. Well, that's certainly a story we want to be keeping an eye on, eh, Megan? Speak for yourself there, Jeremy, but I've seen enough shaft work to last me a lifetime. I'm sure you have. But can a naked protest movement ever really catch on? It doesn't seem like the way we do things in this country. But as I'm sure you're aware, Jeremy, this country is becoming a very different place. Yes, but seriously, who's going to run around naked in our weather? Oh, hopefully not you, Jeremy. Yes, well, there wouldn't be enough canvas for the slogans. When we come back, our very own Patrick Bannon will be live from the Sports Board Finals. Stick around, you won't want to miss it. We'll be back after these messages. 1 minute back. Oh, sorry, I'm busting. Okay, sie geht weg. Schauen wir uns mal die Werbung hier an. Und dann später das im Archiv. Sporting legend. I've got it all. 4 world championships. 2 cars. A bidet. And an enlarged prostate. Alex, Bolton. Was? We're getting reports in that naked protesters might try and spoil the sports board final by waving their fleshy bits about. Try and make sure you don't broadcast it. It's 6 p.m. for God's sake. Doch, ich? no signal. Soll das so sein? Es ist schon ziemlich sexuell orientiert, hier, das Spiel. Sorry, me and the doctors, we don't know. But I can tell you, as you get older, your body changes. And that's okay. Was ist mit ihm falsch? If you're worried about your swollen bum sack, book an appointment for God's sake. Procedure is easy. Wollen wir da jetzt schon mal auf die 3 gehen? Ja, ne? It's not gay. I'm Tommy the Fingernail Harris. Rectums, check them. Oh Mann. Okay, sie gehen jetzt gerade von allein wieder live. Welcome back to the National Nightly News. I'm Megan Wolf. Coming up later, we'll be speaking to the Prime Ministers about their exciting new healthcare facilities, transition centres. Nice to see they care. You're absolutely right, Jeremy. But first, we're going now to our own Patrick Bannon, who's reporting live from the finals of the new game that's gripping the nation, Sports Board. Sportbet. That's right, Megan, you join me live here from the final of the first annual Sports Board Championship. It's been a hotly contested competition so far. I think it's fair to say these two have been dancing around each other all season. First up, we have Ellie Stryker. She's the more experienced of our two players today. Stryker has got an accuracy of 7, a danger rating of K, and a 12-month driving ban. Stryker's no doubt a signature move for the year, and he has to. And facing her tonight, hoping to prove himself with a career record of 12 outs, 14 finishes, and a divorce pending, it's Mr. Wingspan himself, Tommy, the Fingernail Harris. Fingernail Harris, okay. Now, the slapping ceremony is taking part. Oh. Still going on. Ich habe einfach mal einen Sport jetzt so erfunden, oder was? Was genau machen die da? On to Mr. Harris now, Tommy. Using his arm to pick up the ball. Not a bad shot there from
What the fuck? Mach ich jetzt gerade wirklich eine Sportshow jetzt hier? Bit of business with the ref, but it got sorted out. Back to Harris now. A ball in the hand is worth two in the bush. Football, we're back. I'd say that's fair, but what do I know? Oh man, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. And Harris is not going to be happy with that. So really not a good start there for Tommy Harris in round one. We can only hope the round two treats him a bit better. Alter, wie viele Runden? Now we have the ceremonial changing of the ends. Ah, steht so ein bisschen zu spät gesehen. And of course now they go back to the starting positions, as that makes sense. Es did make sense, yeah. Winter round two now with Harris. Okay, we seem to have some sort of streaker on the pitch. Doesn't we broadcast any of that stuff? She appears to have slogans across her breasts and okay, oh shit. Can't ignore all of that security. I'm sure we're going to take them out as soon as possible. Apologize if we broadcast any of that. As I said, we're going to get the situation resolved as soon as possible. They're trying to carry on play, but it's probably a bit difficult. And I'm oh my God, doch, das will ich dann auf dem Fernseher sehen. And, body, yeah. All right. Also, okay, bei den vier Großen. So round two now, and Harris absolutely determined to close that massive gap. Benny Stryker. Oh, da müssten doch eigentlich die Quoten ja voll nach oben gehen, oder nicht? Also ich würde da einschalten. Wow. Back to striker. And we know what that means, ladies and gentlemen. That is of course the ground sound. What? Excellent bit of play here on both sides of the bucket. Was ist mit ihm jetzt falsch? I'm finding the technical master in display here absolutely blooming jaw dropping. The ref has spotted something in Harris's neck or head. And Harris is having an absolute shocker. What a miserable start there for Tommy Harris. But he is a late bloomer, of course. And after all, he is again four rounds and seven subjects. But now, of course, it's time for the half-time show. Sponsored by Remington Smith. On my whistle. Nice piece of music here to start the half-time show. Okay, another posh poker salute on the court here. We can only apologize for that. We'll do our best to shield you from having to look directly at it. Okay. Running around here with his genitals on display for all to see. And ruining what was shaping up to be quite a dancing move there. Now he's thrusting himself in oh, man. Security's on it. And the bucket has been knocked over. I cannot stand it when the bucket gets knocked over. Hopefully he'll get taken out now. Ups, scheiße, jetzt aber genau auf ihn schalten. Really, if you ask me, not Sunday morning television. And out of there, hopefully taken away, never to be seen again. Final poses. Ball boy cannot be in the final pose. And a lovely finish there on both sides of the bucket. I wouldn't like to call that one. And as we head into round three, I'd love to know what's going on in these two players' heads. But unfortunately, because of science, we can't. Thank you. Also, ihn würde ich als Moderator gern öfter sehen. Well, that ball boy's giving me the eye all the devil day. I don't know what's going on there. Striker there, not a great start. She looks a bit flustered, I think, after all that swinging around. Back to Harris here. God, what I wouldn't give to be that ball. Am I right, ladies? Tommy Harris. And it dribbled down his arm, which is actually a really good move, because, of course, if it dribbles down his arm and goes on the floor, it's not going in the bucket. Also, sie sollen es nicht da reinschmeißen. Oder wie jetzt? And Striker's gone for the animal bonus there, but of course, perhaps. And yes, Harris has counted with a tiny bell. That is wonderful play. Of course, we've seen that before. Look at her face. She is absolutely gutted. Okay, na, ich beiß voll nicht. That could have been the clincher. What a massive shame. Harris receives possession now. Harris to serve now. Harris, of course, undefeated by Kestrel in his last four battles. So, here we go. Tommy Harris. That's all right. Not bad there. He threw it quite far away from him, which is quite a good idea. Very clever there.
perhaps a little contact, a caution from the referee, who's being, if you ask me, a little bit harsh. Ellie Stryker. And she's let the nerves get to her. What the hell was that? You hate to see it, don't you? You cannot believe it. Oh, for God's sake. Okay, like, I mean, this is a mess now. I don't know what I can be doing about it. Oh, no, shit. I mean, there's sort of breasts and genitals for all to see. I mean, there's only so much you can do. They're sort of everywhere, aren't they? I'll try and carry on. The players are trying to carry on, but of course it's difficult because... Ah, wie Spaß. Zeigen wir es doch mal. Hopefully we can get them taken off soon so we can carry on with the match. Oh, hello! Okay, what's going on here? Yes. We want our money! Ach man, da gehen die Zahlen nach unten. Ich will es auch nicht übertreiben. Bloody wasters. Absolute wasters. Ah, der Schiedsrichter! It's an absolute bloody... Okay, and now we're going to go into the final round. And of course, as it's a Tuesday, the final round is a mime round! Who could believe it? Nice imagine was? Shot there from Harris. Ihm, was? Was sind denn das für Moves? Hold! Was die jetzt auch? She's juggling it around from her hand. And she's put it in her mouth like as if it was an egg. And now she's and she spat it out. She did the egg spit. So a wonderful move there, quite late from Stryker. But she's in it to win it. Harris's ball. On it like a car bonnet. Was? Tommy Harris here, having a bit of beef. Also, wer gewinnt, wer den besseren Move macht? And he's peeling it as if it were a banana, which is an interesting move. Not sure if he hasn't had his potassium or what's going on today with Harris. And he's trying to have a banana with the ball! What a fantastic move there from Harris! Unfortunately, that is the end. Oh, was zum... How can he look his 8-year-old son in the face tonight? What a lump! We just have to wait for the referee now to announce it to make sure it is all official. Mm-hmm. Contestants in, please. And the winner of the first annual Sports Board Championship is... Ja, wer? Everyone! Was? As my 15th win in the Sports Board Championship, I'm going to be celebrating with my wife and children. Aber okay. Wonderful victory for me. Here come the on-site security to collect their medals. They're 6th and 7th respectively. And thanks again for watching. Ja, also jeder kriegt gleich viel. I'm Patrick Bannon. Looking forward to celebrating tonight. And all I always have to say, Jeremy, is back to you in the studio. Patrick Bannon there had an extraordinary final. Historic sports board, Jeremy. I didn't know you were a fan. Oh, yeah, I can wrench a doubler with the best of them, I'll have you know. I certainly wouldn't bet against you. When we come back, I'll be talking live with Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement, who apparently have a big announcement you wouldn't want to miss. That's coming up after these messages. 1 minute back. Oh. The fucking microphone shocked me. What? Ah, die Schlagversetzt. Cool. Gehen wir da mal kurz runter. Ich muss sagen, das war jetzt ein geiles Sportevent. Aber total abgedreht. Aber ist das jetzt bei jedem Sport so, dass es wirklich keinen Gewinner mehr gibt, weil jetzt irgendwie... okay. Alles klar. Was kommt denn jetzt als nächstes? Irgendwas mit einem Eimer? Oh, das wird wieder so ein Interview-Zeugs, so wie es aussieht. Aber so voll nicht aufpasst, was eigentlich da in der Werbung jetzt gerade abgeht. Teilnehmer voll umgesetzt werden, okay. Absolutely free. Your head's
Das würde ich mal nochmal ansehen. Welcome back. I am delighted to be joined by Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement. Welcome to the National Nightly News, Prime Ministers. Oh, please, it's just Julia and Peter. We don't believe much in titles. It doesn't seem very advanced. We're delighted to be here. Well, firstly, I should ask how you feel about the graffiti that's been springing up across the capital. Should we be worried? Oh, no. No, you definitely shouldn't be worried. Well, not unless you've got a fatal paint allergy anyway. But yes, it does seem that there are still some people we haven't been able to help. Mm. You know, whingers mostly. People who've yet to benefit from the many advantages of the new future. And you know, Megan, as my old mum used to say, there are some pissants who just don't know how to be happy. We're working hard to reach these people, find out what they're angry about and how we can help. The door to my government is always open. So much dripping on me. But we didn't come here to talk about what may yet turn out to be some alternative arts project. Which we no doubt will have funded. When we want to talk to the nation about something far more exciting. Mm. Yes, your office briefed us that you have an announcement to make, but they were being surprisingly secretive about it. Let me ask you a question, Megan. Oh, okay, it's not usually how it works, but... What scares you? I mean, really scares you? It's death, pet. She's talking about death. We're all afraid of our deaths. It's part of being human. Sorry, are you saying that Advance have cured death? That'll be a vote winner. Yep, that was definitely a drop there. Geil, und wird angeregnet. We hope we found a way to make it much less scary. And much less painful, and much less expensive. Look, which is me close-up camera? Oh, sorry, yes, it's camera four right there. When I was 13, me mam came and got me from school. He had to go to the hospital. My granddad, he'd collapsed that morning, so we'd all to say our goodbyes. And I went in to see him. We were all frail and pale. And I was scared because I'd only seen him the week before, and he'd been fit as fiddle. And he said to me, "Petey," he said, "it's the right time. I don't ever want to be a burden to the people I love." Was that the last time you saw him? Nope. 3 days later, he were back home. He lived with us for 9 miserable years after that. He had to be fed with a rubber stool and a commode, so he'd just take a shit right there in the lounge while we were watching football. He wouldn't even wait till halftime. That sounds... It were awful. It were awful for us, and this is the point. It were awful for him. He could see it was destroying me, ma'am, watching him slowly fade away. And he would beg her to turn off his breathing equipment at night, but she couldn't. Or she wouldn't. It were a crime, you see. And she didn't want to lose the children as well as her old man. No family should have to suffer like Peter's did. And now no family this is aber have to. The health service is today opening the first of 300 new transition centres. The transition centres will handle everything for your last days. The legal, financial, medical and emotional costs are all catered for and paid for by the government. So even the poorest citizen gets to pass on with dignity when they choose. And that choice is important. Yes. This is a service only for people who choose it. For people who feel they've run their course and don't want to burden themselves or their families with a slow, long, humiliating decline. Are you okay? I don't know. I think it fried my asshole. Are you still on the air, Peter? Sorry. My apologies all. Are you not worried that this new system might be open to abuse? In what way? Sorry, I've got sacked again. Can I get a little bit of help here, please? That the older generation might feel somewhat... That one was massive. Right, no, this bastard's... Sorry, that the older generation might feel somewhat coerced. Coerced into spending their final days eating gourmet food and drinking fine wine and luxury spas and gardens. Look, I am perfectly capable of... that grandmother with a rusty Prime Minister, please watch your language.
Was wird das jetzt? Go get yourself sorted out. Right. We're launching a government information film tonight. It should tell your viewers everything they need to know. You really do move at a breathless pace. It's hard to believe you've yet to be in office a year. Oh, Megan, we're only getting started. And on that note, thank you both so much for being here. Ich glaube, ich sollte oder hätte das nicht später. That's all we have time for tonight. Shit, ich hab voll nicht aufgepasst, ich war so aufgelegt. Congratulations to all the winners at the Sports Board Final. And we'll see you tomorrow night at the same time. My name is Jeremy Donaldson. If you can, have a peaceful night. And we're out. Good job, everybody. Das war das also mit dem Koma dann, also. It's my nephew, so let me transition the moment I start the league. Oh Mann, aber ich glaube, na, wir hätten diese Werbung da jetzt nicht ausspielen sollen von ihnen. Ich meine, die grundsätzliche Idee, was sie da machen, finde ich jetzt auch nicht so doof, aber es stimmt schon, es könnte ja halt ausgenutzt werden und irgendwo auch eine Nötigung für die alten Leute, nach dem Motto, geht's mal dahin und ja, geht sterben oder sowas. Meine Meinung gerne in die Kommentare. Aber überall ein A+, das ist schon mal sehr gut. Oh, ein großzügiger Bonus. Aktuelles Vermögen. Beunruhigende Schulden. Okay, immerhin. Anleihen-PCs sind jetzt nach oben gegangen. Oh, und das ist jetzt der Widerstand. Also müssten die eigentlich nach unten gehen und der Widerstand nach oben? Dass die Reich wieder an die Macht kommen? Aber vielleicht sind sie halt wirklich effektiv die Guten und die halt nett. Ich glaube, das macht dann den Mehrspielwert aus. Okay, wir gehen mal in die Tageskopien. Der Sturm. Ich würde gern die PM im Studio da sehen. Und da würde ich sehen, was jetzt im Backstage passiert ist. Hat ein bisschen gesagt worden ist am Anfang. So sorry about all these buckets. We seem to have sprung a leak. Well, several, actually. You're going to need a whole new lining up there. Triple sealed, I shouldn't wonder. We'll look into it. Minister, it's so good to see you again. Miss Wolf, you're starting to be in the ascendant. It's a great time to be alive. Too bloody right, Peter Clement. Megan Wolf. My, but that's a firm handshake you've got there. She's tougher than she looks. Am I here? Here, with Mr. Clement on your left. Right you are, pet. Is your sea damp? 10 seconds, everybody. No, mine's fine. Have you had a little accident? Cheeky cow. 5, 4, 3. Okay, cool. Sportbrett brauche ich, glaube ich, nicht wirklich. Was war das? Die Tadlocks, Somerset Bentleys. Ich glaube, das ist erstmal so okay. Werbungen. Der Sturm, Übertragungszentren. Den Nell Osten. Nee, ist okay. Okay, wir sind jetzt eh über der Zeit. War mal wieder witzig und wirklich komplett anders wie die letzten Tage. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, sorry, dass ich da nicht so viel quatsch, wenn halt gerade die Sendung ist. Also ich bin da mal ein bisschen zuhören und ja. Es ist aber so unglaublich abgedreht. Mein absolutes Highlight war auf alle Fälle das Sportevent. Das war... Nee, sowas habe ich echt noch nie vorher gesehen. Das war echt super. Von der Kreativität her wirklich 1+. Also bis dann. Und jetzt habe ich einen Text vergessen. Geil. Also, ich mache lieber aus. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.